Die Gesundheitsreform kommt heute in den Ministerrat und dem Vernehmen nach soll es hier eine Einigung geben. Gestern Vormittag haben in Wien noch tausende Ärzte dagegen demonstriert. Am Nachmittag gab es dann Gespräche zwischen der Ärzteschaft und der Frau Bundesminister, die ergebnislos verlaufen sind. Und man kann also hier insgesamt sagen, die Frau Bundesminister Kdolski ist drauf und dran, unser Gesundheitssystem, das also mit Sicherheit eines der besten der Welt ist, zu ruinieren und zu Grabe zu tragen. Das Problem, das die Frau Bundesminister Kdolski hier hat, ist offensichtlich, dass sie also die Gesundheitspolitik nach rein ökonomischen Formen, nach rein ökonomischen Gesichtspunkten gestalten möchte und hier ganz die menschliche, die humane Seite in der Gesundheitspolitik vergisst. Und es ist natürlich klar, dass humanes Gesundheitswesen auch Geld kostet. Es ist aber schon so, dass auf der anderen Seite die Frau Bundesminister hier versucht, eine Holding aufzubauen, die noch mehr Kompetenzen bekommen soll, wo der Wirtschaftsflügel noch mehr Kompetenzen hat, die aber dann auch gleichzeitig sozusagen eingreifen darf in die einzelnen Krankenversicherungsträger. Und auch das wird sehr viel Geld kosten. Also es wird hier nicht wirklich eingespart, es wird hier einfach nur umgeschichtet. Und zwar umgeschichtet zugunsten einer Wirtschaftskammer, die sich jetzt schon die Hände reibt. Und es ist eigentlich ein Vorwand, der hier genommen wird, nämlich der Vorwand der maronen Krankenkassen, die saniert gehören. Da sind vor allem die Wiener Gebietskrankenkasse und die niederösterreichische genannt worden. Und das war der Vorwand, dass jetzt also hier der niedergelassene Bereich hier offensichtlich einfach kaputt gemacht werden soll. Das ist das, man nennt das eigentlich, also ich sage Ihnen, es findet hier ein Gesundheitsputsch statt, den die Frau Bundesministerin zu verantworten auch hat. Sie möchte, dass sich hier der niedergelassene Bereich vollkommen auflöst, damit sie dann ihre AVZs offensichtlich einrichten kann, an denen sie gescheitert ist, noch vor einem halben Jahr. Ich meine, es ist natürlich schon möglich, dass die Frau Bundesministerin Kdolski auch wirklich davon überzeugt ist, dass das Richtige ist. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe eher den Eindruck, dass hier ganz bewusst eine Eskalation auch in Kauf genommen wird, dass hier ganz bewusst Forderungen aufgestellt worden sind, die Ärzte auf die Barrikaden bringen. Das nimmt man bewusst in Kauf, um einfach das mediale Interesse auch auf die Ärzteschaft zu lenken, die jetzt demonstrieren geht, und dann ganz klar und heimlich diese Gesundheitsreform durchziehen zu können. Und da frage ich mich auf der anderen Seite auch, wo bleibt die SPÖ mit ihrem sozialen Gewissen, die also hier das offensichtlich in der Gesundheitsreform vollkommen aufgegeben hat, die hier offensichtlich alles mittragen wird. Hier ist offensichtlich eine Koalition, die funktioniert im Bereich der Gesundheit. Man gibt also die Gesundheit der Menschen einfach auf. Und das ist also hier das Drama. Die Gesundheitsministerin hat gesagt, also diese Reform wird kommen, so wie sie es gesagt, also so wie es jetzt beschlossen ist. Man muss dazu sagen, es ist ja auch nicht auf ihrem Mist in Wirklichkeit gewachsen. Sie hat es ohnehin ausgelagert. Sie hat in Wirklichkeit von den Sozialpartnern ein Papier ausarbeiten lassen und das legt sie jetzt vor als den großen Wurf. Die Frau Bundesministerin Kdolski hat mehrmals gesagt, sie möchte, und es ist ihr großes Ziel, sie möchte es schaffen, die Finanzierung im Gesundheitswesen aus einer Hand. Das ist wieder nicht geschehen. Es gibt hier weiterhin keine Finanzierung aus einer Hand. Wir werden es weiterhin erleben, dass einerseits der extramurale Bereich versuchen wird, Patienten in das Krankenhaus abzuschieben. Auf der anderen Seite werden versuchen, die Krankenhäuser, die Patienten in den niedergelassenen Bereich abzuschieben, weil also hier unterschiedliche Träger sind, weil also hier versucht werden wird, dass die Krankenkassen die Kosten an die Länder abwälzen und umgekehrt. Das wird weiterhin bleiben. Wir werden hier weiterhin Doppel-Dreifach-Untersuchungen haben, die ein enormes Geld verschlingen. Und dieses Geld könnte man hier wirklich einsparen, und zwar sinnvoll einsparen, ohne dass es zu Leistungskürzungen kommt. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und der ist wieder nicht durchgeführt worden. Es ist auch fatal, dass sich die Frau Bundesministerin zu den sogenannten Einzelverträgen mit Ärzten bekennt, denn das wird dazu führen, dass also hier die Krankenkassen offensichtlich versuchen wollen, den Gesamtvertrag scheitern zu lassen. Und wir haben das schon immer wieder erlebt, dass es also erst ganz knapp vor Ende der Verhandlungen zu einem Ergebnis gekommen ist. Hier soll es also jetzt langfristig zu Einzelverträgen kommen, damit also dann einige wenige Ärzte nur noch Verträge bekommen, die also zu Billigstarifen vielleicht arbeiten, die auch vielleicht gar nicht mehr alle Untersuchungen anbieten. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die die Krankenversicherungsträger jetzt haben. Und damit einfach die Gesundheitsversorgung viel schlechter wird. Und das ist offensichtlich. Und wenn einmal der niedergelassene Bereich kaputt gemacht worden ist, dann kann man ja sogenannte allgemeine Versorgungszentren, wie auch immer sie dann heißen mögen, errichten.
und die können also dann auch von irgendwelchen multinationalen Konzernen errichtet werden, geleitet werden. Und das ist ein Weg, den wir eigentlich nicht mittragen wollen. Wir glauben, die Gesundheitspolitik in Österreich ist viel zu wichtig, als dass man sie irgendwelchen Wirtschaftsmultis überlassen sollte. Dieses turbokapitalistische System im Gesundheitswesen führt zwangsläufig dazu, dass also die Österreicher keine gute Versorgung mehr haben. Und es gibt viele Beispiele in der Welt und ein Schreckensbeispiel ist für mich England, wo also die Gesundheitsversorgung genau so kaputt gemacht worden ist und wo jetzt die Menschen keine Gesundheitsversorgung mehr haben. Die können froh sein, dass die Basisversorgung noch halbwegs funktioniert. Weitere Problematiken in diesem sogenannten Gesundheitsreform, die ich ja auch noch nicht einmal als Gesundheitsreform bezeichnen würde, sondern nur als Teilreformchen, ist genau diese Tatsache, dass nämlich der Krankenhausbereich in keiner Weise einbezogen worden ist. Also hier hat es die Frau Bundesministerin, hier hat es die Regierung verabsäumt, mit den Ländern in Verhandlungen zu treten. Offensichtlich haben sie also Angst gehabt vor den starken Länderfürsten. Und ich stelle mir das jetzt schon gut vor, wie es also dann im Herbst weitergehen soll, wenn da die Verhandlungen mit den Landeshauptleuten Häupl, Bröll und Co. stattfinden, die sich da sofort dagegen wehren werden. Da wird es also dann offensichtlich nicht mehr so schnell gehen. Aber das ist vielleicht dann auch gar nicht mehr so notwendig. Das lässt man jetzt einmal laufen, weil hier ist also hier wird also etwas gemacht, ein Teilbereich, der wird schnell durchgezogen und damit kann man also wieder ein Alibi haben für seine Leistung. Der Umbau des Hauptverbandes zur Holding wird zu einem enormen Mehraufwand in der Verwaltung führen und nicht zu einer Straffung. Diese Holding soll ja auch sehr, sehr stark besetzt werden. Eine stärkere Gewichtung soll hier auch der Wirtschaftsflügel bekommen, also die Arbeitgeberseite. Das ist also auch nicht etwas, was unbedingt Sinn macht in einem Gesundheitswesen, weil ich eingangs schon erwähnt habe, wir wollen gern eine humane Gesundheitspolitik, ein humanes Gesundheitswesen in Österreich und kein rein ökonomisches. Das kostet Geld und ich sage Ihnen, diese Regierung wird nicht umhin können, wenn sie das Gesundheitswesen für Österreich aufrechterhalten möchte, dass sie auch Geld in die Hand nimmt. Es muss Geld in die Hand genommen werden, die Finanzeinnahmen sprudeln. Der Finanzminister hat noch niemals so viele Einnahmen gehabt wie im ersten Halbjahr, also in den ersten Monaten des Jahres 2008. Und ein Teil dieses Geldes wird notwendig sein müssen, dass man es in die Gesundheitsreform, in das Gesundheitswesen hineinsteckt. Nur dann können wir die hohe Qualität, den hohen Standard auch halten. Wenn wir nicht bereit sind, Geld hineinzustecken, dann wird also das Szenario England leider Gottes kein Szenario bleiben, sondern dann steuern wir geradewegs darauf zu.